Damen und Herren, liebe Freunde, also das mit dem Vorzeigekonservativismus ist so eine Sache. Und Markus Bozzell neigt dazu, seit ich ihn kenne, irgendwelche Witze auf Kosten anderer zu machen, aber ich nehme sie immer gerne hin. Ich freue mich drauf. Ja, ich muss leider bei dem Thema ganz ernsthaft werden, weil man nicht umhin kommt, ein Stück in die Geistesgeschichte zurückzugehen, wenn man überhaupt mal eine Analyse versuchen will, was ist denn nun eigentlich konservativ? Markus Bozzell hat in seinem kurzen Vortrag das Wort zweimal gebraucht, ich habe es mir gemerkt. Und Sie wissen, in der Partei gibt es eine Auseinandersetzung zwischen sogenannten Nationalkonservativen und Liberalen, Wirtschaftsliberalen. Kein Mensch weiß, was eigentlich ein Nationalkonservativer ist. Es wird auch nie definiert. Und deswegen habe ich einmal die Mühe gemacht, und das ist leider etwas kompliziert, den Begriff konservativ, was er heute noch sagt und ob wir ihn brauchen können, um heute mal nachzugehen. Und das war ja das Thema. Es ist halt leider so, es ist nicht anders beim Liberalismus, aber es ist besonders problematisch beim Konservativismus, dass geistesgeschichtliche Begriffe inzwischen so schillern, dass wir eigentlich fast nichts mehr damit anfangen können. Wenn Sie heute in die Zeitungen gucken, oder im täglichen Sprachgebrauch, dann sind Konservative fast alles. Der Begriff wird gebraucht für wandlungsunfähige Kommunisten, für Neoliberale, für fundamentalistische Fortschrittsfeinde, im Zusammenhang sogar mit der muslimischen Religion, also Gegner von Markt- und Menschenrechten. Es wird im Grunde genommen alles, was uns nicht passt, was als reaktionär gilt, was als falsch gilt, wird gern in den Medien als konservativ bezeichnet. Paradigmatisch für den Wirrwarr gibt es ein Zitat eines Malers, der sich als Privatgelehrter, Sie werden ihn nicht kennen und ich habe ihn auch nur mühselig kennengelernt, eines Griechen, Kondylis, der hat sich mit dem Konservativismus befasst. Ich erspare Ihnen viele Definitionen, aber er kommt zu dem schönen Ergebnis, und das will ich Ihnen vorlesen. Der Konservativismus als konkrete geschichtliche Erscheinung, die von einer fest umrissenen Ideologie begleitet wurde, ist längst tot und begraben. Es ist einfach unsinnig, zeitgenössische westliche politische Programme, Parteien oder Regierungen als konservativ zu bezeichnen, die sich dem technologischen Fortschritt, der sozialen Mobilität und somit dem neuzeitlichen Grundsatz von der Machbarkeit der Welt verschrieben haben. Damit könnte ich eigentlich aufhören und mich wieder hinsetzen. Nach dieser Definition und nach dieser Meinung gibt es gar nichts Konservatives mehr. Es ist sozusagen ein Stück historische Vergangenheit. Das lassen nun viele Historiker, Politologen, Soziologen so nicht stehen. Und unter anderem jemand, der sich viel mit der CDU, mit den Parteien befasst hat, Paul Nolte hat vor kurzem erklärt, dass wir zwischen dem Jenseits von rechts und links befinden und die Frage nach dem Konservativen sich damit selbst erledigt hat, wird man auch alledem nicht glauben. Paul Nolte fordert eine konservative Anthropologie ein, was immer das denn ist. Und also müssen wir uns damit beschäftigen, gerade weil es als Begriff in der AfD auch eine Rolle spielt. Und wir müssen uns mal die Frage stellen, warum eigentlich das Konservative in der Nachkriegspolitik so einen negativen Touch bekommen hat, einen negativen medialen Touch. Niemand will ja halt konservativ sein. Und selbst die sogenannten Nationalkonservativen in der AfD sind ja irgendwas igittigit. Also was jedenfalls in den Zeitungen immer sehr negativ gesehen wird. Alle versammeln sich in der Mitte, nicht nur die SPD, auch die CDU. Und führende CDU-Politiker sagen auch klar, mit dem Begriff können wir nichts mehr anfangen, das wollen wir auch nicht mehr.
fragt sich, warum das so ist. Ja, es gibt in der deutschen Nachkriegspolitik, das ist keineswegs ein europäisches Phänomen, soeben haben wir erst den Wahlsieg der Tories in Großbritannien gefeiert. Und wenn ich das richtig sehe, heißt die Fraktion hier reformistische Partei. Also das heißt, das, was in Deutschland irgendwie ikitikit ist, ist in anderen Ländern ein Begriff, mit dem man politisch umgehen kann. In Deutschland, nochmal, besser nein. Wenn Sie heute die CDU der Frühzeit sich anschauen, dann gab es da drei Wurzeln, das wird immer wieder noch betont. Es gab die sozialen Wurzeln, können Sie Katze und Blüm nehmen. Es gab die liberalen Wurzeln, Erhard, Hayek, Eucken, Röpke, Rüstow. Und es gab, ja, es gab die sogenannten Nationalkonservativen in der CDU. Wer sich an die Namen noch von früher erinnert, Alfred Dregger, Manfred Kanter, Walter Wallmann waren Nationalkonservative. Aber was war das damals? Und es hatte damals schon keinen Inhalt mehr. Der Begriff Nationalkonservativ taucht übrigens das erste Mal in der Weimarer Republik auf. Und in der Untergangsphase der Weimarer Republik war es eine Gruppe um Papen, die sich nationalkonservativ nannte. Und da haben wir auch gleich das Problem. Denn diese Nationalkonservativen, das wissen wir aus den Geschichtsbüchern, haben dann sehr viel dazu beigetragen, was Adolf Hitler an die Macht gab. Im August 1932 schreibt Josef Goebbels, also der Nationalsozialist Josef Goebbels, in sein Tagebuch über Papen eine Rede, die von A bis Z aus unserem Gedankengut stammt. Und dass dieser papensche Konservativismus eigentlich kein wirklicher Konservativismus mehr war, und natürlich viel dazu beigetragen hat, dass der ganze Begriff in Deutschland aus der Diskussion gestellt wurde. Das hat schon Joachim Fest, der sich sehr viel mit diesem Thema befasst hat, geschrieben. Und ich will jetzt nicht ein langes Zitat vorlesen, in dem er ganz deutlich sagt, dieser Konservativismus, der am Ende der Weimarer Republik die Macht an die Nazis übergab, war einer, der schon längst ohne Leben, ohne Sinn und ohne Verstand war. Er führte Kriege aus der Vergangenheit weiter und hatte eigentlich keinen Zweck und keinen Sinn mehr. Was ist aber nun konservativ? Und da kommen wir noch weiter zurück in die Geistesgeschichte, müssen wir leider gehen. Denn eigentlich gibt es nur einen einzigen Konservativen in der europäischen Geistesgeschichte. Und alles, was danach sich entwickelt hat, ist von diesem Menschen abzuleiten. Den Namen werden Sie bestimmt gehört haben. Das ist Edmund Burke, der als erster, was in den europäischen Ländern damals so etwas war wie später der Kampf gegen die russische Revolution. Burke war der Erste, der versuchte, theoretisch mit der französischen Revolution umzugehen, also gegen die französische Revolution etwas zu entwickeln, eine Ideologie zu entwickeln, einen Gedankenapparat zu entwickeln. Und dabei ist es auch, wenn man das so sagen darf, völlig geblieben. Burke sah sich die Revolution an, er hat auch sehr klug vorausgesagt in einer sehr frühen Phase, dass sie enden wird, wie sie endete, mit einem General an der Spitze, der sich dann als Kaiser gekrönt hat. Das hat er zu einer Zeit gesagt, wo Bonaparte noch keiner kannte und wo er aber aus den Gesetzmäßigkeiten der französischen Revolution deutlich dieses heraufkommen sah, nämlich eine Diktatur eines einzelnen Mannes. Und sein Dagegensein formulierte er gegen die Abstraktion rationaler Gesellschaftsentwürfe. Er warf den Franzosen vor, dass sie eine Verfassung auf ein Blatt Papier schreiben,
dass sie nicht mehr in der Lage sind, historische Dinge sozusagen langsam zu verändern, sondern dass sie sozusagen mit einem Sprung in eine neue Zeit wollen. Und er entwickelte daraus die Gegenposition, dass man nur Dinge langsam verändern kann. Dass man nicht sozusagen den Staat an die Stelle des Einzelnen stellen kann. Dass man nicht die abstrakte Freiheit bejubeln kann, wie in dem berühmten Föderationsfest in der Französischen Revolution, sondern dass man Freiheit sich nur in Institutionen, Parlamenten und so weiter verfestigt. Dass also alles das, was aus der historischen Tradition herausspringt, im Grunde genommen die Anlage zur Unmenschlichkeit hat. Burke hält fest an der Unterscheidung von öffentlichem und privatem Leben. Das gibt es seit der Französischen Revolution auch nicht mehr oder wird das erste Mal in Frage gestellt und bestreite die Möglichkeit, die die Franzosen glaubten zu haben, durch sozusagen eine gemeinsame Vereinbarung einer Versammlung, die zufällig gewählt ist, eine neue Verfassung zu schreiben und alle Menschen daran zu binden. Dieser Burke'sche Konservativismus ist eigentlich der Konservativismus, der heute immer noch die Basis und die Grundlage dessen ist, was wir als konservativ bezeichnen. Nun muss man leider eine kleine Unterscheidung machen, denn in England hatten sie einen Nationalstaat und diese konservativen Ideen waren in England sozusagen ein Moment für langsame Reformen. Es geht dann eine lange Zeit, Parlamentsreform, das Burke längst tot und so weiter. In Deutschland hatten wir das nicht. In Deutschland hatten wir das berühmte Heilige Römische Reich der vielen Entitäten. Und das war nun etwas ganz anderes. Das war kein Nationalstaat, auf den man das anwenden konnte. Und so ist das Erstaunliche, was heute auch oft vergessen wird. Meistens, ich habe Papen erwähnt, aber viele Leute erzählen einem auch, dass der erste konservative Bismarck war. Davon kann gar keine Rede sein, sondern der Bismarck'sche Nationalstaat war dann schon was Revolutionäres. Die Konservativen waren im Grunde genommen die, die das alte Metternich Europa so erhalten wollten, wie es ist. Ich will jetzt die ganzen Entwicklungen des Konservativismus, das würde auch zu lang führen, nicht aufzeigen, aber es ist schon so, dass es dann eine mühselige Transformation gab. Am Anfang war Bismarck der Gegner der Konservativen. Und Sie können aus der Geistesgeschichte eine Menge interessante Briefe entnehmen. Mit seinen Mentoren, den Brüder Gerlach, die echte Konservative waren, hat er sich wahnsinnig gestritten, weil er mit dem dritten Napoleon ein Bündnis eingehen wollte. Und die wollten mit niemandem zu tun haben, der irgendwas mit Revolution zu tun hat. Bismarck war durchaus bereit, mit dem Bürgertum und der Revolution zu paktieren, wenn es Deutschland voranbrachte. Diese Haltung war eine, die allmählich, und zwar längst nach der deutschen Einheit 1870, den Konservativismus Stück für Stück von dem nun völlig überholten Metternich'schen Weltbild an Bismarck andockte. Und das war auch insofern in Deutschland verhältnismäßig einfach, weil wir leider zugeben müssen, dass die Reichseinigung von 1870 viel gebracht hat, aber eins nicht. Eine neue, sagen wir mal, deutsche Ideologie. Das klingt jetzt sehr problematisch, soll es aber gar nicht sein. Wenn Sie Frankreich angucken, dann gibt es in Frankreich einen bestimmten, heute noch gültigen Hang zu Aufklärung, Zivilisation. Die Menschheit sozusagen mit den französischen Idealen vertraut machen. Typisch, dass sie Franzose werden können, ohne dass sie in irgendeiner Weise in Frankreich geboren sind. Franzose ist, wer sich den Idealen Frankreichs unterwirft. Auch die Engländer haben so etwas. Das ist heute nicht mehr so deutlich, aber sie hatten es sehr deutlich. Das hieß damals The White Man's Burden und war erfunden von dem
Schriftsteller, englischen Schriftsteller Rudyard Kipling, den viele noch kennen mit Kim und den Elefanten. Ein Mann, Kolonialisierung Indiens begeistert begrüßt hat und den Engländern geradezu die Weltaufgabe zuwies, die schwarzen und farbigen Völker zu kolonialisieren. Wenn Sie nach Deutschland schauen, in die Zeit von, sagen wir, 1870 bis 1914, finden Sie sowas nicht. Man war nicht mehr konservativ, sondern es war eine merkwürdige Mischung. Bismarck war Fortschritt. Er trennte sich von seinem alten märkischen Adel und die blieben zwar irgendwie konservativ, aber eine Ideologie, die genau wie die französische oder die englische eine Zivilisationsleistung hervorgebracht hätte, hat es nicht gegeben. Es hat also nichts gegeben, was über deutsche Grenzen hinaus für Deutschland geworben hat. So gingen wir in den Ersten Weltkrieg. Und was an sogenannten konservativen Idealen übrig blieb, stand natürlich auf der Seite des Kaiserreiches, völlig klar. Und geriet natürlich genauso in die Niederlage, wie alle Dinge im Deutschen Reich in die Niederlage gerieten. Und da entstand für kurze Zeit etwas, und da sind wir schon wieder fast bei Papen, aber noch nicht. Es entstand ein Begriff, den Sie auch schon gehört haben werden, die sogenannte konservative Revolution. Das ist nur etwas, was es in Deutschland gibt. Und es ist auch eine absolute Absurdität. Denn entweder mache ich Revolution oder bin ich konservativ. Entweder erhalte ich oder stürze um. Die konservative Revolution wollte was ganz Merkwürdiges. Sie wollte erstmal umstürzen und eine Ordnung schaffen, die sie dann erhalten konnte. Das ist eine typische Kopfgeburt, man kann sogar sagen, es ist eine deutsche Kopfgeburt, denn kein anderes Volk, kein anderer Staat hatte diese Kopfgeburt. Das Ganze endet dann, ich habe es schon mal gesagt, und da gibt es auch Schuld, aber weniger als oft in der Geschichtsschreibung geschrieben wird. Das Ganze endete dann noch einmal in einem konservativen Aufstand am 20. Juli. Das ist ein wirkliches letztes Aufflackern der positiven konservativen Ideale in dem alten preußischen Adel, wobei das ja in Stauffenberg nicht nur preußischer Adel war. Danach ist das Ganze zu Ende, völlig klar. Und danach ist aber auch das konservative Gedankengut erstmal in Deutschland völlig zu Ende. Und das ist das Erstaunliche. Jetzt musste man ja eine Partei gründen, das ist die CDU geworden, die im Grunde genommen, ohne auf diese Wurzeln zurückzugehen, dieses langsame Reformieren irgendwie im Programm hat, aber doch nicht als Begriff. Das heißt, das Konservative in der CDU war lange Zeit nicht mehr als die Wiederherstellung des deutschen Nationalstaates. Das heißt, es gab eigentlich keine konservative Idee, keine konservative Ideologie, sondern es gab das Gefühl, solange wir geteilt waren, der alte bismarckische Nationalstaat muss wiederhergestellt werden. Das war im Grunde genommen auch das, was die Nationalkonservativen wollten. Was Leute, also Politiker, die ich auch noch gekannt habe, wie Dregger, Wallmann und Kanter, umsetzen wollten. Was für sie im Grunde genommen das eigentliche Ziel war. Als 89, also ich habe es schon gesagt, die CDU war insofern gar keine konservative Partei, denn sie schaffte ja eine völlig neue demokratische Gesellschaftsordnung, ohne Adel, ohne Ideale, und im Grunde genommen auch ohne eine Ideologie. Doch, es gab schon eine Ideologie und die war immer das Gegenteil von konservativ. Sie kennen das auch von Franz Josef Strauß. Konservativ sein, hat er mal gesagt, sei an der Spitze des Fortschritts zu marschieren. Das ist natürlich unter uns gesagt ein ziemlicher Blödsinn. Man kann das auch umsetzen in Laptop und Lederhosen. Im Grunde genommen die bayerische Entwicklung paradigmatisch für die Entwicklung der Bundesrepublik Deutschland als ein Staat
ohne Geschichte, ohne Symbole, ein ganz neuer Staat, eine weitgehend demokratische Egalität. Das ging bis 1989 alles prima und gut, da die Bundesrepublik natürlich eingebunden war in das westliche System und das westliche Freiheitspathos, das amerikanische, die hatten uns gerettet, nun im Grunde genommen jede konservative Tradition ersetzte. Man war pro-amerikanisch, man war dafür, dass die Freiheit verteidigt wurde. Schon damals trennte sich bis zum gewissen Grade die Entwicklung der Bundesrepublik von ihren europäischen Nachbarn. Denn die Franzosen haben natürlich sehr wohl festgehalten an bestimmten historisch überkommenen Institutionen und die Engländer auch. Wir hatten den Krieg total verloren und alles, was damit verbunden war, und darauf komme ich noch, wurde im Grunde genommen eliminiert. Die Engländer und die Franzosen hatten, wenn auch prekär und nur mit Hilfe der Amerikaner und der Russen, alles zugegeben, hatten mit ihren Institutionen den Krieg gewonnen. Also hingen sie an den Institutionen. Also war plötzlich in England und Frankreich eine konservative Basis vorhanden, die in der Bundesrepublik nicht mehr vorhanden war. Und wir brauchen ja nur ins Fernsehen zu gucken. Wenn Sie gestern die Eröffnung des Parlaments durch die Königin gesehen haben, dann haben Sie alles, was England noch heute ausmacht. Zwar hat es sich unterhalb dieser Institutionen enorm entwickelt, also genau in die Richtung, wie wir auch, Mittelstandsgesellschaft, Industrialisierung oder in dem Fall nicht sogar, Deindustrialisierung, aber jedenfalls Bankensystem und so weiter. Aber darüber gibt es noch die Institution der Monarchie, der Parlamentseröffnung und es gibt die alten Traditionen, an denen die Menschen hängen. Nun kommt ein Problem dazu, das den Konservativismus auch bei uns noch schwieriger macht, überhaupt zu definieren, weil wir zwei Sachen nicht haben. Was in einem modernen Staat oft fehlt, sind Symbole. Sie können heute keine Symbole mehr schaffen. Sie können keine Fahnen mehr erfinden. Was haben wir für eine Mühe gehabt mit diesem AfD-Logo? Wir bauen auch keine Bismarck-Türme mehr. Wir würden auch keine Kohltürme bauen. Das heißt, es gibt keine Symbole mehr für auch positive Entwicklung. Das macht die Sache für die Deutschen sehr schwierig, weil die anderen diese Symbole haben. Die Franzosen, Garde Républicaine und Grab des unbekannten Soldaten, da wurden jetzt gerade zwei Widerstandskämpferinnen beigesetzt im Invalidendom. Das heißt, die Franzosen haben das alles noch. Sie haben eine ununterbrochene Traditionslinie, die bei uns völlig abgebrochen ist. Leider ist sie abgebrochen worden, was ich für völlig falsch halte. Sie brauchen sich nur die heutige Bundeswehr anzugucken. Nichts mehr von Tradition, selbst das Geschwader Mölders ist abgeschafft worden, die Kasernen sind umbenannt worden, es ist eine reine Dienstleistungsarmee, die im Grunde genommen nichts anderes ist, als wenn es eine Polizeitruppe wäre. Das heißt, eine wirkliche Tradition hat die Bundeswehr nicht mehr. Sie ist im Grunde genommen aus dem Nichts geboren und alles, was sie verbunden hat mit großen Namen, und selbst wenn die Namen problematisch waren, wie Hindenburg oder wie Rommel oder wie Mölders, ist alles eliminiert. Das ist aber natürlich noch ganz anders in England. Das ist völlig klar, dort sind an die alten Fahnen von Waterloo nur die Wimpel von den Falklandinseln dran gemacht worden. Aber es ist noch sozusagen die alte britische Armee. Die mag zwar sehr gering geworden sein und die haben keine Flotte mehr und sie haben keine Kraft mehr, im Grunde genommen irgendetwas aufrechtzuerhalten, unabhängig. Aber die Symbolik ist noch da. Und das Zweite, was bei uns halt sehr problematisch ist, das hängt mit dem zusammen, was ich gerade gesagt habe. Wir haben unsere historischen Traditionen abgeschafft, aber wir erinnern uns auch nicht mehr unserer Geschichte. Wir haben, Richard von Weizsäcker hat das mal Geschichtsvergessenheit genannt,
Und da hat er völlig recht. Sie müssen nur mal selber den Versuch machen. Fragen Sie mal Ihre Söhne, Töchter, nach der, also stellen Sie ihnen mal die Frage, ob Friedrich der Große nun recht hatte, im Siebenjährigen Krieg anzufangen oder nicht. Ob die Reformation für Deutschland Fluch oder Segen war und ob die Revolution von 1848 was Gutes oder was Schlechtes war. Ihre Kinder, vielleicht auch Freunde, werden Sie angucken und werden sagen, was ist denn das? Wir haben ja nie was von gehört. Das heißt, ich habe noch Eltern gehabt, die sich richtig streiten konnten über die Frage, ob man nun für Friedrich den Großen oder Maria Theresia war. Das interessiert heute keinen Menschen mehr und die meisten wissen schon gar nicht mehr, wer Maria Theresia war. Friedrich den Großen, ja, da gab es jetzt eine Ausstellung. Das heißt, uns fehlt völlig, uns Deutschen, ein imaginativer, poetisch, gefühlsstarker Bezug zu unserer Vergangenheit. Sie sagt uns nicht mehr, nichts mehr. Ich habe schon gesagt, Erinnerungslosigkeit, Geschichtsvergessenheit hat das mal Richard von Weizsäcker genannt. Damit sind wir aber in einer schwierigen Situation, denn es ist nichts mehr da, auf das wir uns stützen könnten, wenn es uns mal, sage ich jetzt mal so salopp, dreckig ginge. Das heißt, wir leben nur noch von der materiellen Basis, die Gott sei Dank einigermaßen funktioniert. Wir können auf nichts zurückfallen. Es ist alles verschwunden. Ob aus Schuld oder aus anderen Gründen, will ich jetzt überhaupt nicht untersuchen. Aber es fehlt uns jeder konservative Halt aus der Vergangenheit. Das ist völlig anders in Amerika, manchmal lächeln wir darüber. Aber die Religion spielt in Amerika, Sie sehen das oft beim Fernsehen, eine enorme Rolle noch immer, was wir gar nicht mehr nachvollziehen können. Ich habe es schon erwähnt, noch immer spielt die französische Familie und die berühmte Garde Républicaine am 14. Juli auf den Champs-Élysées natürlich eine Rolle für die Franzosen. Sie ist ein Symbol. Und wenn die Königin das Parlament eröffnet, dann ist, da stehen die Menschen massenweise an der Straße und wollen die Königin mit der Krone sehen. Wir lachen darüber. Aber die Engländer haben sozusagen an der Verbindung festgehalten. Nach 1989 ist dazugekommen etwas, was vielleicht auch ein wenig in der AfD die Differenzen zwischen Liberalen und Konservativen ausmacht. Denn die Wirtschaft, also das Interesse an Handel und Wandel, war vor 1989 doch stark mit einem Art konservativen Sentiment verbunden. Das ist heute überhaupt nicht mehr der Fall. Die Wirtschaft will verdienen. Sie braucht Einschränkungen nicht mehr. Sie braucht auch keine Stützung mehr. Die Wirtschaft brauchte, sagen wir, in der Weimarer Republik, gerade in den sozialen Auseinandersetzungen, wurde immer wieder argumentiert mit der Größe und der Stärke Deutschlands, mit der Vergangenheit. Das wird heute nicht mehr gemacht. Das braucht die Wirtschaft auch nicht mehr. Das Einzige, was sie interessiert, ist, dass die Menschen gute Konsumenten sind, dass sie Verbraucher sind. Was sie sonst noch denken, interessiert sie überhaupt nicht mehr. Auch das ist leider etwas, was nur in Deutschland so stark ausgeprägt ist. Wenn Sie nach Polen schauen zum Beispiel oder in die baltischen Staaten, ob uns das jetzt gefällt oder nicht, spielt plötzlich die Geschichte nach 1989 eine Rolle. Auf der einen Seite ist die Geschichte zurückgekehrt, und die Polen fürchten sich wieder vor den Russen. Und die Litauer haben Angst, dass also ihr russischer Bevölkerungsteil unter Umständen sozusagen zum Instrument wird. Auf der anderen Seite gibt es eine existenzielle Bedrohung europäischer Staaten kaum noch. Ich lasse mal diese besondere Balkanproblematik beiseite. Aber insgesamt haben wir eine Welt, in der in Europa eigentlich der Krieg ausgeschlossen ist. Aber wir haben durchaus Länder,
die ganz anders über historische Vergangenheit denken und die vor allen Dingen ihr heutiges Selbstwertgefühl, für die Polen ganz deutlich, aus dem ziehen, was in der Vergangenheit war. Und es gibt ein schönes Wort von Margaret Thatcher, ich kriege es nie genau hin, die mal gesagt hat, warum wollen uns die Deutschen eigentlich, weil sie sich nicht selbst regieren können, wollen uns die Deutschen verbieten, dass wir uns selbst regieren. Also der Versuch der Deutschen, sich in der EU aufzulösen, der Versuch, im Grunde genommen die eigene Identität, denn die war ja problematisch und die war ja mit Hitler und all dem Furchtbaren belastet, genau, aufzugeben und irgendwie in Europa zu verschwinden. Das ist jetzt völlig schiefgegangen, weil die anderen Völker ihre Identität nicht aufgeben wollen. Und anderen Völker eben etwas brauchen, was wir eigentlich auch brauchen, was wir nur zum Teil nicht mehr vorfinden und zum Teil das Gefühl haben, dass wir es noch nicht brauchen. Ich habe vorhin schon gesagt, und damit komme ich auch zum Schluss, das ist alles gut und schön in einer wirtschaftlich prosperierenden Welt. Aber nun schauen Sie sich mal das England an, zwischen, sagen wir, dem Abtritt Macmillans, das ist auch schon eine ganze Zeit her, und Margaret Thatcher. Da hatten Sie einen ununterbrochenen Niedergang Englands. Und dieser Niedergang wurde in keiner Weise aufgehalten, aber er wurde eingemantelt. Er wurde für das Gefühl der Engländer erträglicher gemacht durch das, was Sie jetzt wieder im Fernsehen sehen konnten, durch die alten Traditionen. Die Engländer haben diese Zeit überwunden, sie sind auch wieder sehr viel stärker, auch im europäischen Bereich, das kann man ja deutlich sehen. Ich stelle mir mal vor, dass wir eine Phase, sagen wir, ungefähr kann man das so sehen, denn an sich begann der englische Abstieg schon 1945 mit der letzten Regierung Churchill. Ich stelle mir mal vor, wir hätten 20, 30 Jahre lang ununterbrochen Lebensstandardverluste und sozusagen einen intellektuellen wie wirtschaftlichen Abstieg gehabt. Ich möchte nicht dieses Deutschland dann sehen, weil ich glaube, dass wir nicht die Kraft hätten, dem zu widerstehen, weil es eben aus der Vergangenheit Bindungen gibt, an denen wir festhalten würden. Gerade weil in Deutschland aus vielen Gründen, ich habe es versucht darzustellen, alles verschwunden ist, ist die innere Stabilität unserer Menschen auch sehr viel schwächer als die von Franzosen, Polen, Engländern und sogar den Russen. Und das ist genau der Punkt, wo das Konservative einsetzen muss. Ich weiß, man kann nicht zurück zu bestimmten Dingen, aber man kann dafür sorgen, dass diese Erosion von Traditionen, Kulturwelten nicht weitergeht und dass wir den Versuch machen, uns an diese Linien wieder anzudocken, auch übrigens da, siehe Bundeswehr, wo das inzwischen schon fast nicht mehr möglich erscheint. Ich glaube persönlich nicht daran, dass eine Bundeswehr, so wie sie jetzt aufgestellt ist, in einem existenziellen Krisenfall in dieser Form von Dienstleistungsunternehmen funktionieren würde. Sie kämpfen für ein Vaterland, aber sie kämpfen nicht, weil sie dafür einen bestimmten Lohn bekommen und sie kämpfen auch nicht dafür, weil die Kinder jetzt in Kindergärten der Armee sind. Das halte ich für völlig unsinnig. Insofern mein Abschlusswort: Das Konservative ist schwer zu definieren. Ich habe es versucht. Es ist wichtig für den Seelenhaushalt der Menschen und wir sollten überall
wir als Partei auf jeden Fall dafür sorgen und dafür stehen, dass dieser Seelenhaushalt der Menschen nicht weiter abgebaut wird, dass wir alles das, was an Traditionen noch da ist, bewahren, sichern und für uns nutzbar machen. Das wäre mein Wunsch an Sie.